Leute, ich will den Minibagger holen. Da den Anhänger hinbringen. Der Container steht direkt vor der Halle. Hier kommst du mit dem Auto nicht durch, weil du den Winkel da nicht hinkriegst. Hier, guck mal. Das funktioniert nicht. Jetzt versuche ich den scheiß Anhänger dahin zu. Ich kriege hier gleich so einen Ausrat. Ich schiebe hier gleich alles zusammen. Weißt du das? Hier, der Minibagger, da soll mit. Darum hänge ich jetzt hier den. Versuche diese Scheiße hier anzuhängen. Alter Schwede, ey, kotzt mich. Alleine, siehst du nichts. Steht schief, schräg. Hau ab, Mann, Alter. So eine Scheiße, Alter. 2 Stunden im Arsch für gar nichts, weißt du das? Für gar nichts. Meine Fresse, ey. Was für ein Filifanz hier. Leck mich am Arsch, ehrlich jetzt. Stützrad gerade neu, schon wieder kaputt der Reifen. Guck mal hier. Normalerweise ist echt das Beste, wenn du alles verkaufst und gut ist. Hast du Ruhe, keine Kopfschmerzen, fängst irgendwo als Angestellter an und fertig. Brauchst dir keine Platte machen um gar nichts und alles ist gut. Alle sind glücklich und zufrieden. Machst deinen Job, kriegst deine 1,5 und gut ist. Mehr hast du als Chef auch nicht. So. Fick you. Fuck you. Wie beim Autoscooter hier. Ich brauche noch so einen Fuchsschwanz am Schlüssel. Dann ist das hier wie beim Scooter. So. Gut, gut, super gut. Was hier auf? Zu. Wie das die Buddel nachher leer ist. So, jetzt müssen wir versuchen, die Kacke hier rauszurangieren. Ich stelle die Cam mal dahin. Mal gucken, ob das was wird, du. So, Hänger ist draußen. Jetzt muss ich das Auto wieder vorfahren. Ein Heckmeck hier, ey, alter Schwede. Guck mal, Leute, Verschleiß in einem Monat. Hier kaputt oder TÜV-Stempel weg oder abgerissen. Oder wie hier, wo war das hier? Krumm gefahren. Hier. So eine Kette kostet, keine Ahnung, 200, 300 Euro eine. Und da liegen, glaube ich, 6. Ach Mann, ey. Im nächsten Leben fange ich irgendwo als Dings an. Toilettenputzer, 50 Cent für großen Pidel, 20 Cent für kleinen. Da bin ich Multimillio. Da bin ich Millionär. Bobber locker Land, lass mal eine Bobber ran. Bobber locker Land, ich bin so Bobber, dass ich mache gar keine Lache. Ey Leute, eine Action. Der Dreiachser ist in Hamburg unterwegs, darum hat er keinen Tiet. Jetzt Bagger holen, Seil anheben. Mein Gott, alter Schwede. Das war die Bagger rausfahren. Die Bagger, die Bagger, die Bagger mit die Bagger. Mit dem Licht, Lichtbus.
So. Bleib mal locker lang, lass mal die Babas ran. Bleib mal locker lang. Ich bin so Baba, weil ich mache keine Kanacke. Ich bin eine Lederjacke. Hier, guck mal, was alles im Einsatz ist, um Anhänger anzubinden. Schönster Radlader auf diesem Planeten. Abgesehen, Hanumak kommt auch noch. Hier Leute, guck mal die Stunden an. Findet ihr nie wieder. 1496. Gang einlegen wäre nicht schlecht. Da war wohl nichts. Ein Satz mit X. So Leute, wir fahren hier LKW, easy peasy, heute war wieder ein Tag voller Terminchen und jetzt müssen wir hier mal eben reinfahren bei uns auf dem Platz, hier sieht man das, da kommt mir ein Radfahrer, mal eben vorbeilassen, nicht dass er unterliegt. So Leute, jetzt sind wir mit dem LKW hier, wir müssen nämlich den Radlader verfahren. Dann wollte ich das nämlich morgen nicht machen. Ich bin auch mal froh, wenn ich am Samstag mal bei dem guten Wetter mit dem Hund eine Runde drehen kann. Der LKW ist ready, wurde sogar gewaschen. Guck mal, glänzt. So, jetzt holen wir den Giant, also ich wollte meine Handschuhe holen. Leute, genießt bloß das gute Wetter, weil Corona ist erst ab 21 Uhr gefährlich. Davor ist ist nichts los. Das ist wie eine Kakerlake. Sobald das Licht ausgeht, dann werden die Viren gefährlich. Und dann sterben alle. Mal ganz im Ernst, da kannst du nur noch den Kopf fassen, oder? Kannst nicht mehr raus um 21 Uhr, wirst eingesperrt zu Hause. Es sei denn, du hast ein Klapprad unter den Arm geklemmt, dann darfst du raus. Die merken hier alle nichts mehr. Hier kannst du nur noch den Kopf fassen, Alter. Ja, naja. Den guten Giant nehmen wir jetzt mit. Den da. Den laden wir jetzt mal in einen Container. Palettengabel, wo ist die? Die liegt da. Jo. So. Das Friday for Future Fahrrad von Engelchen. Das hat er hier vor 4 Monaten reingestellt. Den Reifen mache ich neu, ja. Aber falls jemand nachts raus möchte, nach 21 Uhr, sportliche Aktivität, bitte, das ist Sport. Wenn ihr damit einen Meter fahrt, habt ihr es auch verdient, draußen rumlaufen zu dürfen. So, wir schmeißen jetzt mal das gute Stück an hier. Schmeiß ihn an, stick die an. So. Dit. Vorglühen, das ist ganz wichtig. Achso, ich wollte die Schläuche anschließen. Warte mal. Schließe ich die Schläuche jetzt an? Ja, ne? Warte mal. So, Schläuche sind dran. Jetzt muss ich nur diese Palettengabel darunter nehmen und dann geht das los. Soll ich auch gleich mal einen neuen Song reinhören lassen? Einmal kurz? Mache ich gleich mal. Ich mache erstmal Radlader. Radlader. Krieg die Gabel da so runter. Wenn das jetzt einer von mir Jungs gemacht hätte, was ich jetzt mache, hätte ich gesagt, merkt ihr noch was? Aber ich mach's jetzt einfach. I've been looking for freedom. Achso, scheiße. Du musst auch noch, wenn du die Schläuche angeschlossen hast, den Hebel umlegen hier. Zack. I've been looking for freedom. Jetzt kommt Zirkusmusik. Leute, habt gepasst. I've been looking for freedom.
So Leute, ich bin jetzt angekommen, ich hatte vergessen eben noch zu filmen. Hier ist der Radlader. Den laden wir jetzt ab. Und dann geht er hier zu seiner nächsten Baustelle. Guten Morgen Leute, ich wollte den Karton eben aufs Auto stellen. Ist er gerissen, jetzt liegt alles hier verteilt. Wir laden hier gerade das Auto vor. Und für die neue Baustelle. Jetzt guck mal, da aus dem schwarzen Loch kommt der Stapler gleich gefahren. Da sollen wir den Müll hier zusammensammeln, Alter. Meine Scheiße, ey. Ach, Mann, ey. Alles. Kurva. Scheiße. Ah. So, siehst du wohl. Gucken wir mal, was Paddy macht. Wir bauen nämlich einen Gitterlöffel und einen Sortiergreifer. Hier, da sieht die Lichter aus der Dunkelheit. Ich sehe ein Licht. Da kommt er. Hier Leute, unsere Schrottketten. Guck mal. Das ist der Verschleiß in einem Monat. Was? Am besten ist immer von hinten. Nee, auf der Pritsche vorne rauf. Ja, von hinten oder von vorne, meine ich ja. Also vorne. Jo. So, bevor ich das vergesse, Leute. Wir haben jetzt alles fest. Gitterlöffel ist drauf, Reifen sind drauf, so Tiergreifer ist drauf. Haben wir unten mit Ketten oben noch mit einem Gurt festgemacht. Kann losgehen jetzt. Abfahrt. Hier Leute, wir warten jetzt auf unseren Bagger. Wir haben hier nämlich einen Abbruch. Entkernt ist soweit alles. Das kommt weg. Und dann wird da eine Trennung gemacht. Und das, die Hälfte kommt nämlich auch noch weg. Können wir mal einen Blick erhaschen hier. Ist alles entkernt von drinnen. Alles andere bringt nichts. Hier. Hier kommt nämlich so der Schnitt praktisch lang. Da wird das abgestürzt. So sieht das aus. Ja, alles entkernt, alles sauber. Muss ich sagen, alle Mafia top, Leute. Ratzfatz geht das. Ah, ja, dicke Sau hier, Treppensteigen. Hier oben auch alles weg, alles entkernt. Der macht ja auch so Schadstoffsanierung. Also wenn ihr mal was habt, Mafia, der kriegt ja alles aus einer Hand. Der macht hier Schadstoffsanierung. Der macht Schadstoffsanierung. Die Leute, die sich immer wiederholen. Jetzt warten wir auf den Bagger. Christoph kommt gleich mit dem Tieflader. Kurva! Wir brauchen neue Ketten! So. Bagger steht drinnen. Paddy baut jetzt den Sortiergreifer an. Paddy, willst du noch Grüße raushauen? Nee, lieber diesmal nicht, sonst verknapper ich mich. Ja. Hier. Da fährt Golan, hat schon einen Container. Und ich mache jetzt einen Schuh. Digga, bis später. Einmal hier, dass man sieht, wie das aussieht. Sah, wie das aussah. Jo Leute, was geht ab? Was guckst du hier? Die böse Leute. Sie checkt hier die Lage. Ich habe sie jetzt on board, weil sie jetzt mal mit Papa kommt eine Stunde. Lilly Maus, ne? Jetzt gehen wir schön raus. Jetzt kommt sie mit Brecherlöffel abholen. Komm mal. So eine Brille aufhaben? Willst du mal cool sein? Nee.
Im Moment nicht. Gut, also ab geht. Platz! So. Gitterbox hier. War keiner. Ganze Box auseinandergerissen. Jetzt darf ich die Reifen wieder abstapeln, die Box wieder richtig hinstellen. Das ist immer so nervig, ey. So. Welcher Löffel? Abladen jetzt den Scheiß hier. Kommst du mit? Kommst du mit? Gabelstapler fahren? Gabelstapler fahren? Kommst du mit? Was bist du so frech? Komm her, was bist du so frech? Komm her. Was bist du so frech? Komm her. Oh. Oh, du Monster. Oh. Komm her. Oh. Ja, oh, komm her. Du Monster, du. Komm her. Na. Ah. Oh. Ey. Ah, oh, mein Arm. Aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua. Komm, Stapler fahren. Ey, kommst du mit, Stapler fahren? Hey, kommst du mit? Komm. Ja, los, komm her, Stapler fahren. Komm her, mach hopp. Na komm, na los. Komm her zu Papa, mach hopp. Hier, komm. Mach hopp. Dann nicht, für Papa alleine. Oder kommst du mit? Dann mach hopp, komm her. Los. Na los! Na los, komm her! Denn nicht. Tschüss! Super! Guck mal, jetzt ist sie doch mit. Ja, fein! Siehst du? Siehst du? Guck mal. Tschüss! Ja. So. Brechelöffel ist abgeladen, steht jetzt trocken und sicher. Guck mal, Leute, gestern waren hier noch ein Minibagger und so, heute ist alles leer, außer der kleine Kramer. Und ich muss jetzt den Minibagger holen für Engelchen. So, bin ich heute Praktikant. Ich habe schon wieder vergessen, ich muss auch den Song mal ein Stück vorspielen. Mal sehen, was ihr sagt. Mal sehen, was sagst du. Guck mal hier, aus dem Museum, Radlader. Ja, aber macht seinen Job. Kriegst du heutzutage nicht mehr. Die Radlader, die wir heutzutage fahren, ich glaube, die halten keine 40 Jahre. Aber wer weiß, was heutzutage noch 40 Jahre hält. Aber jetzt haben wir Ausgangssperre. Jetzt kann sie ja nachts keiner mehr anstecken. Tagsüber ist das nicht so schlimm, aber nachts. Das heißt, da kann auch nichts mehr passieren, Leute. Das ist schon mal gut. So, es ist jetzt 18.10 Uhr. Und ich muss jetzt einen Bagger abholen. Du verstehen? 18.10 Uhr, du verstehen? Hier. Hier haben sie heute mit der Kamera alles befahren. Die Rohre müssen alle raus hier. Ja, ich muss jetzt den Bagger aufladen und zu Engelchen auf die Baustelle bringen. Engelchen ist natürlich nicht mehr da. Da ist mein Tieflader. Wir wieder auf unsere Lieblingsbaustelle. Strabag, Weltunternehmen. Guckt mal, ein Radlader mit Besen ist voll bereit, steht er. Der ist nicht im Einsatz, er steht nur bereit. Die Jungs haben hier die Ecke auch schon verfüllt. Hier der 135er, hier unser 6-Tonner. Leute,
Es ist Montag im Tänzen. 1000 Kubik haben wir hier verbaut. Noch nicht ganz verbaut, aber wir sind dabei. Hier kommt der wichtigste Mann hin auf dieser Welt. Olaf, ja, Olaf. Olaf, ja, ja, Olaf. Na Hase, was geht ab? Abladen. Guck mal, ganz viele fragen immer. Wir wollen mehr von Engelchen sehen. Engelchen ist der Beste. Ja. Nach dem Höhenkönig. Aber da wärst du niemals hinkommen.